So, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dich zu sehen und die vielen an dem Bildschirm. Es ist schön, dass wir so Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und wir haben es gerade in dem Film, in dem Kurzfilm gesehen. Durch die ganze Bibel hindurch zieht sich Gottes persönliche Gegenwart. Wie wunderbar ist das doch. Er verändert das Herz von uns Menschen. Er setzt frei, da wo Gebundenheit ist. Er wird die Schöpfung ganz neu schaffen. Heute wollen wir weiter über Gott sprechen und passend zu Pfingsten über Gott, den Heiligen Geist. Denn das ist ja eine Einigkeit, die da ist. Die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, ob ihr unser Glaubensbekenntnis unserer Gemeinde kennt, auch unserer AMBD, unserer Arbeitsgemeinschaft der Mennonitischen Brüdergemeinden in Deutschland. Wir haben das herausgebracht, unterwegs, gemeinsam unterwegs sein. Das ist das gesamte Glaubensbekenntnis. Und es ist mal ganz gut, da hineinzuschauen. Und zwar in diesem Abschnitt über den Heiligen Geist heißt es hier: Gott, der Heilige Geist, der einst ist mit dem Vater und dem Sohn, ist von ihnen gesandt, um im Menschen die Erlösung zu verwirklichen. Der Geist überzeugt Menschen von ihrer Sünde und bewirkt die Wiedergeburt. Er leitet sie in alle Wahrheit und verherrlicht Jesus Christus. Durch den Geist werden alle Gläubigen zu einem Leib getauft. Gemeint ist damit nicht die Wassertaufe, sondern die sogenannte Geistestaufe. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird er durch den Heiligen Geist in die weltweite Gemeinde hineingetauft. Er wohnt in ihnen und bezeugt, dass sie Gottes Kinder sind. Er teilt Gaben für den Dienst zu und bevollmächtigt sie, Zeugen zu sein und gute Frucht zu bringen. Als Tröster hilft der Heilige Geist den Kindern Gottes in ihrer Schwachheit, tritt für sie gemäß dem Willen Gottes ein und gibt ihnen die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist natürlich nur eine ganz kurze Form über das, wer der Heilige Geist ist. Und wenn man hier hineinschaut, dann sieht man die ganz vielen Belegstellen, die Bibelstellen, wo genau das, was hier in diesem kurzen Artikel steht, auch aufgeführt ist. Also wer Interesse hat, das mal zu bekommen, meldet euch gerne bei mir. Ich kann es euch gerne geben. Ich denke, wir reden als Gemeinde wahrscheinlich am wenigsten über diese dritte Person der Dreieinigkeit, oder? Über den Heiligen Geist hört man eigentlich nicht so viel bei uns. Dabei spricht die Bibel ganz viel über den Heiligen Geist. Er durchzieht sich, wie Martin schon sagte in der Einleitung, durch die ganze Bibel hindurch. Und wie wir das auch in dem Videoclip sahen, schon bei der Schöpfung war der Heilige Geist beteiligt. Er hat Menschen befähigt, Künste hervorzubringen, zum Beispiel die Stiftshütte zu bauen. Oder er wird auch als Energie, als Wind bezeichnet, also als eine Kraft, die plötzlich kommt und dann ja, den Unterschied macht. Der Geist, der Heilige Geist hat die Propheten befähigt, die Menschen der Bibel. Und er hat sie bewegt, Dinge zu tun, die sie nicht geschafft hätten, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe. Er ist auch die Kraft, die Gewaltiges bewirkt. Und davon erzählt uns auch Lukas in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Da heißt es, kurz bevor Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist, da hat er nämlich Folgendes gesagt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Vielleicht dachten die Jünger in dem Moment, ja, aber wäre das nicht schön, wenn du, Jesus, doch bei uns bleiben würdest, wenn du dein Reich jetzt hier mit uns aufbauen würdest. Das war doch ihre Hoffnung, dass die Römer aus dem Land vertrieben werden und dass sie endlich am Reich Gottes, am sichtbaren Reich Gottes beteiligt werden und dass etwas Großes dort entstehen möchte. Aber sein Plan
war ein ganz anderer. Und darauf hat Jesus sie auch vorbereitet. Kurz davor, im Johannesevangelium steht das im Kapitel 16, Vers 7, doch glaubt mir, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, sagt er zu ihnen. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dann ab Vers 12, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr wäret jetzt völlig überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Hier sehen wir, wie einig sich Gott, Vater, Gott, Sohn ist und der Heilige Geist vermittelt das, was im Herzen von Gott ist, im Herzen von Jesus ist. Und Jesus musste zurückkehren zum Vater, damit der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist Gottes kommen konnte. Der Helfer, der Tröster, auf so mächtige Weise, wie wir das von Pfingsten hören, wie ja, der Heilige Geist ausgegossen wurde. Die einen waren bei diesem gewaltigen Ereignis von Pfingsten so fassungslos, sie waren verwundert, entsetzt, heißt es in der Geschichte. Über das, was dort abging, das konnten sie irgendwie gar nicht richtig einordnen. Wie kommt es, dass diese Galiläer, einfache Fischer teilweise kaum gebildet, eine Sprache plötzlich sprechen, die sie nie gelernt haben? Und die aus dem Ausland kamen zu diesem Fest nach Jerusalem, hören plötzlich ihre eigene Muttersprache von diesen einfachen Fischern und von den Leuten, die dort den Heiligen Geist so empfingen. Das war so krass. Und interessant, die einen waren verwundert, die anderen machten sich lustig darüber. Sie sagten, also die haben zu tief ins Weinglas geschaut, die sind ja betrunken. Was sie dort machen, ist völlig daneben. Wisst ihr, ich glaube, dass der Heilige Geist schon zu allen Zeiten sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Die einen sagen, das ist ja völlig abgefahren, das kann gar nicht sein, was dort passiert. Und die anderen glauben dem und lassen sich auf den Heiligen Geist ein. Irgendwie ist er schon unberechenbar, nicht wahr? Zumindest die Geschichte von Pfingsten zeigt, dass die Menschen nichts unter Kontrolle hatten hier. Was hier passierte, war der Anfang einer großartigen Geschichte. Denn Jesus konnte ja davor nur punktuell an einem Ort sein. Und das nur in einem kleinen Land, also sehr beschränkt, würden wir sagen. Was nun begann, war etwas, was sich ausbreiten sollte auf eine Weise, die so wunderbar ist und die wahrscheinlich nur so stattfinden konnte, wie es der Plan Gottes war. Dass er wirken konnte in der ganzen Welt, ohne irgendwo an Ort und Zeit gebunden zu sein. Der Heilige Geist ist Gottes persönliche Gegenwart in dir und mir, wenn wir zu Jesus gehören. Seine persönliche Gegenwart. Und darüber wollen wir uns heute etwas gemeinsam Gedanken machen. In unserer Serie über den Heiligen Geist wird es in den kommenden Sonntagen um den lebendigen Gott gehen, der der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist in dir ist, in deiner Unsicherheit, in deiner Krise, in deiner Orientierungslosigkeit und auch in deiner Berufung. Unser Gebet ist, dass der Heilige Geist dein Leben auf eine Art bewegt, wie du es vielleicht noch nie erlebt hast. Was ist eigentlich mit dir passiert, als du zu Jesus gekommen bist? Was ist passiert, als du Christ geworden bist? Nun, Paulus beschreibt das in Römer Kapitel 8, ab Vers 9. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur oder andere übersetzen des Fleisches.
also der sündigen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde vom dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wow, was sind das für Worte? Was macht den Unterschied? Die entscheidende Frage, ihr Lieben, ist, ob Gottes Geist in dir und in mir lebt. Ob er Raum gewonnen hat in meinem Leben. Es ist derselbe Geist von Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Überlegt ihr das mal. Das ist so gewaltig, dass wir das in seiner ganzen Tragweite sicherlich erst später verstehen werden. Das Entscheidende ist, dass wir mit Christus eins geworden sind. Es geht wirklich nicht um das Bekenntnis zu einer Religion, sondern um eine Beziehung, die den Unterschied macht. Und das hörten wir auch letzten Sonntag von Colin, wo es um diese Beziehung geht, wo Gott sich als der Vater zeigt, als derjenige, der ja unser Vater ist, wenn wir an ihn glauben. Und das ist ja auch ein Beziehungsbild. Und das verstehen wir gut. Oder die Aussage, dass Gott uns wie eine Mutter tröstet. Jesus wird auch als Bruder und als Freund bezeichnen. Gott ist ja weder männlich noch weiblich. Gott ist Geist. Aber er offenbart sich uns ganz oft als Vater, als Bruder, Mutter, Freund und so weiter. Der Begriff für dieses Miteinander ist das griechische Wort Koinonia. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und das heißt so viel wie Gemeinschaft durch Teilhabe. Gemeinschaft durch Teilhabe. Es bedeutet, dass wir etwas miteinander teilen. Koinonia bedeutet, wir teilen etwas miteinander. Und bezogen auf Gott in uns, was teilt Gott mit uns? Sich selbst. Gott teilt sich selbst mit uns. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, ist das etwas anderes, als wenn er nur bei uns ist oder mit uns ist. Ich glaube, dass dies ganz wichtig ist, wenn wir verstehen wollen, was eigentlich passiert ist, wo wir zu Jesus gekommen sind, was es bedeutet, Christ zu sein. Und das drückt die engste Verbindung zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer aus. Ich kann meinem himmlischen Vater nie näher sein, als da, wo ich in ihm bin. Was bedeutet das aber? Wie geht das? Es ist eine tiefe Gemeinschaft, kein Nebeneinander her. Und wisst ihr, das ist das, was Jesus auch gesagt hat in diesem Vers, Johannes Kapitel 15, Vers 5 und 6, wo er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Ein Christ, der in Jesus bleibt, ihr Lieben, der wird Frucht bringen. Aber das ist die Voraussetzung, dass er an Jesus, in Jesus bleibt. Wir können diese Ausdrucksweise im Deutschen so für unser Miteinander kaum nachvollziehen. So bin ich nicht in Bärbel verheiratet, meiner Frau, sondern mit Bärbel verheiratet. Aber es gibt einen Ausdruck, der irgendwie so eine Ausnahme bildet. Und zwar, dass ein junger Mann zum Beispiel in ein Mädchen
verliebt ist. Und wenn ihr euch zurückerinnert, könnt ihr euch überlegen, ja, wie war das oder wie ist es auch jetzt, wenn man verliebt ist? Wie verhält sich jemand, der verliebt ist? Nun, der wird immer wieder an die andere Person denken. Ich weiß noch, wie es auch bei uns war, und ich meine, wir sind immer noch verliebt, aber es ist eine andere Ebene, die da ist. Und ich weiß noch, wo wir unsere Freundschaft begannen und dann auf dem Parkplatz in Bethel, wo wir damals noch wohnten, dann waren, ich hatte die Scheibe vom Auto runtergedreht, damals musste man noch kurbeln, und dann haben wir stundenlang im Auto miteinander geredet. Und am nächsten Morgen sagte mein älterer Bruder, Helmut, sag mal, was habt ihr gelabert? Fast die ganze Nacht oder mehrere Stunden. Der hatte nämlich sein Fenster auf, weil es warm war, und hat das irgendwie mitgekriegt, dass wir die ganze Zeit geredet haben. Ja, so ist das. Verliebte möchten ständig beieinander sein. Sie nehmen sogar weite Wege auf sich, damit sie einander nah sein können, auch wenn das kurz nur sein kann manchmal. Und sicher kennt ihr das auch aus eurem eigenen Erleben, denke ich mal. Wie ist es bei jemand, der Gottes Geist in sich hat und wenn er in Christus ist? Wie ist das bei so jemand? Nun, er wird an Gott denken. Zum Beispiel, wenn er abends ins Bett geht, oder wenn er morgens aufsteht, wird er denken, boah, Gott hat diesen Tag gemacht, ich darf leben, ich darf da sein. Er wird traurig und erschrocken sein, wenn er Jesus betrübt, wenn er sündigt, wenn er ihn verletzt. Und er freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit Jesus, wenn er ihn zu sich holen wird. Das ist wie sich ein Bräutigam und eine Braut freuen auf die Hochzeit. Aber ich muss auch sagen, das ist nicht immer so. Das erlebe ich auch, wo ich das irgendwie vergesse und wo ich denke, ja, jetzt muss ich selber kämpfen, jetzt muss ich selber tun. Und ich muss mich immer wieder kritisch fragen, ist das so bei mir, dass ich so an Gott denke, mit ihm verbunden bin? Paulus, ihr Lieben, der drückt das so gut aus in Kolosser Kapitel 1, Vers 26 und 27. Er sagt, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und dazu gehören wir ja auch. Wir sind von den Heiden dazugekommen, nichtjüdische Völker. Und wie lautet dieses Geheimnis? Hier kommt's: Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wow, was ist das für eine Verbindung? Du trägst ein Geheimnis in dir, wenn du an Jesus glaubst. Ein Geheimnis, das so gewaltig ist. Was ist das Geheimnis? Er in dir. Ja, und was ist das Besondere daran? Wisst ihr, ich habe als Teenager, als Jugendlicher einen enormen Druck verspürt. Das kam nicht von meinem Elternhaus her, sondern es war damals so, dass wir als Familie, wo ich aufgewachsen bin, nicht gemeinsam in den Urlaub gefahren sind. Nie. Also das war früher wahrscheinlich auch weniger üblich, konnten wir uns auch gar nicht leisten. Und so sind wir als Kinder öfters auf einem Bauernhof in Ostfriesland gewesen und dort konnten wir Urlaub machen. Aber diese Person, die das da leitete, war eine sehr sonderbare Person, die sehr Druck ausgeübt hat, zum Beispiel ganz viele Traktate zu verteilen, immer wieder auf die Straße zu gehen, egal ob man das wollte oder nicht. Oder wenn wir mal über Silvester dort waren, dann hieß es so, jetzt muss ins neue Jahr gebetet werden auf Knien. Ich sage gar nicht, dass das verkehrt ist, aber als Teenager habe ich da so einen Druck empfunden, jetzt musst du all das tun, damit Gott mit dir zufrieden ist. Und eine Freiheit in Jesus habe ich da in dem Moment nicht gespürt. Ich muss mich anstrengen. Ich muss etwas tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Und wisst ihr, wie befreiend war das, diese Tatsache, als ich entdeckt habe, dass das Geheimnis ist, Christus lebt ja in mir und ich muss keinen Krampf
entwickeln in meinem Leben, nicht mit eigener Leistung versuchen, Gott zu gefallen, sondern ich darf wissen, Jesus lebt in mir und ich darf ihm Freiraum geben und ich darf mit ihm leben, dass er zum Zuge kommt. Das ist das Besondere, dass Jesus nämlich alles getan hat. Und das Einzige, was mein Part in diesem Moment ist, in ihm zu bleiben, einfach bei Jesus zu bleiben. Und das, was ich auch tun konnte, war dankbar zu sein. Dankbar für das, was Jesus mir bereits geschenkt hat, was er alles getan hat, nämlich, dass er in mir wohnt. So kann ich nur Christ sein, indem ich Christus in mir wirken lasse. Und in dieser Gemeinschaft darf ich leben. Das ist ja dieser Begriff Koinonia. Ich darf in seiner Gemeinschaft leben. Und wisst ihr, dieser Begriff in ihm kommt so häufig vor im Neuen Testament, weit über 100 Mal in ihm oder in Christus. Deswegen geht es hier nicht um eine Nebenlehre oder so, sondern es geht hier um ein wirkliches Hauptthema. Hier geht es um das Zentrum der Botschaft. Er ist gekommen, um mit uns Gemeinschaft zu teilen, mit uns Gemeinschaft zu leben, in einer Verbindung, die so wunderbar ist, als Vater, als Bruder, Mutter und so weiter. Ihr Lieben, deshalb ist Jesus gekommen, weil er sein Leben mit dir teilen möchte. Das verlieren wir doch so oft aus dem Blick, oder? Wir denken, Gott ist doch so weit entfernt und ich, wer bin ich schon, dass ich mit ihm zusammen sein darf? Wir können das, glaube ich, nirgendwo besser ausdrücken als im Abendmahl, das wir nachher miteinander feiern wollen. Diese Verbindung zwischen Christus und uns, was er getan hat, ist so wunderbar. Viele von euch kennen vielleicht diesen Inder Sundar Singh. Wir singen übrigens von ihm ja auch ein Lied, meistens zur Taufe, und zwar dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und er ist ja im Hinduismus geboren worden, und einmal fragte ihn ein Gelehrter, sag mal, was ist das Besondere eigentlich am Christentum im Unterschied zu dem, was du vorher gehabt hast? Und Sundar Singh sagte, ich habe Jesus. Und der Gelehrte wurde etwas ungehalten und sagte dann, ja, das weiß ich, du bist jetzt Christ und glaubst an Gott und Jesus, aber was ist das Prinzip, was dir jetzt so wichtig geworden ist? Das Besondere, das ich gefunden habe, ist Jesus, wiederholte er sich. Ihr Lieben, das ist es. Nicht die Lehre über Jesus oder das, was andere Menschen über ihn sagen, von ihm denken und meinen, ist das Entscheidende, sondern seine Person, Jesus, ist das Entscheidende. Wenn du, jetzt nehmen wir an, wenn du frisch verheiratet bist jetzt als Frau und jemand fragt dich jetzt, was ist das Besondere, was du jetzt erlebst, dann wirst du sicherlich sagen, das Besondere, was ich jetzt erlebe, das ist mein Mann, den ich kennenlerne. Und wenn die Person dann fragt, ja, aber was ist das Prinzip dahinter oder so, dann wirst du sicherlich wiederholen und auch sagen, ja, mein Mann ist das Besondere. Und umgekehrt genauso als Mann wirst du sagen, meine Frau ist das Besondere. In meiner Ehe geht es nicht um irgendein Prinzip oder um irgendwelche Regeln, die oben stehen, die wir unbedingt einhalten müssten, sondern es geht um meine Ehefrau, um sie als Person, die ich liebe, die ich schätze, die ich respektiere, die ich achte. Alles andere ist zweit- oder drittrangig. Versteht ihr das? Es geht um die Person. Natürlich gibt es Dinge, die ich beachten will in der Ehe, die mir ganz wichtig sind. Aber letztlich geht es um die Person. Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so denken, ich brauche Jesus, ich brauche den Glauben, um einmal zu wissen, wo ich landen werde, dass ich einmal in den Himmel komme. Oder damit ich ein anständiges Leben führen kann, deswegen brauche ich Jesus. Oder ich möchte ja glücklich sein, deswegen brauche ich Jesus. Wisst ihr, es geht im Glauben um viel mehr als um das.
Und das ist diese ganz tiefe Gemeinschaft, die ich wirklich jeden Tag mit ihm genießen kann, der mir näher ist, als irgendein anderer Mensch mir jemals sein kann. Und davon spricht die Bibel an so vielen Stellen. Er ist in uns und wir sind in ihm. Eine tiefere Verbindung kann es gar nicht geben. Und Paulus sagt von Jesus Folgendes in Kolosser 2, Vers 3, in ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das ist auch sowas wie ein Geheimnis. In ihm ist all das verborgen, was es gibt. Und dadurch, dass wir mit ihm aufs Tiefste verbunden sind, haben wir Anteil daran. Das müssen wir uns mal überlegen. Wir haben dadurch Anteil bekommen. Und das ist das Geheimnis aus Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und das ist das Tiefste, was du entdecken kannst in deinem Leben. Das ist Jesus. Das ist er als Person. Ihn macht der Heilige Geist groß. Deshalb kommen wir zu Gott, zu Jesus. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus, macht ihn groß. Und dieses Wachsen in dieser Verbindung nennt die Bibel dann Heiligung. Du wirst wachsen in der Heiligung. Wenn du aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus lebst, wirst du ihm immer ähnlicher werden. Das ist etwas, was so wie automatisch geschieht. Du kannst gar nicht, es geht gar nicht, als verändert zu werden, wenn du nah bei Jesus bist. Das wirst du vielleicht selber oft gar nicht gleich merken. Das werden aber andere feststellen bei dir. Er ist die Person, die uns am meisten prägen wird, wenn wir das verstanden haben und auch leben. Wir leben nicht mehr für uns. Ja, sogar unsere Identität haben wir in Jesus gefunden. Das, was er uns zuspricht, hat viel mehr Gewicht als das, was Menschen uns zusprechen. Ich weiß nicht, was du gehört hast in deinem Leben, aber Menschen können einem Dinge sagen, die einen sehr runterziehen können. Und manchmal hören wir darauf mehr als auf das, was Gott über uns sagt. Ich möchte vor allem auf das hören, was Gott über mich sagt. Das Zentrum des Christseins sind auch nicht irgendwelche geistlichen Übungen, die ich praktiziere, auch wenn sie noch so wichtig sind im Leben. Versteht mich da nicht falsch. Ich fand dazu eine Studie sehr interessant, die in einer Gemeindebewegung in den USA durchgeführt wurde. Man fragte sich, warum manche Christen im Glauben wachsen und warum manche gar nicht wachsen. Und man ging lange davon aus, dass man sagte, man muss nur treu an Gemeindeveranstaltungen verschiedenster Art teilnehmen, dann würde man ja auch wachsen. Und dann hat man festgestellt, dass es gar nicht unbedingt der Fall war. Und so haben sie eine Studie durchgeführt an geistlich reifen Christen und haben festgestellt, dass bei diesen Christen vier Dinge vorkamen, vier Dinge ganz entscheidend waren, warum sie reif waren im Glauben. Also wo Jesus sichtbar wurde in ihrem Leben. Das wurde definiert mit Reife, wo Jesus sichtbar wird. Das Erste, was man festgestellt hat, das ist, sie haben Christus entdeckt. Sie haben wirklich Christus als Person entdeckt. Vielleicht hört sich das banal an, aber keine Religion, keine Tradition, die im Vordergrund stand, sondern Christus. Zweitens, sie sind in Christus geblieben und sind gewachsen darin. Sie haben Verantwortung für sich übernommen. Und auch in Zeiten der Pandemie jetzt, wo manches nicht mehr möglich ist in der Gemeinde, ist die Frage, wie bleibe ich dran? Wie kann ich ein reifer Christ sein, indem ich auch selber etwas tue, damit ich wachsen kann im Glauben? Also das war auch ganz wichtig, in Christus geblieben und gewachsen. Das Dritte, sie leben ganz praktisch im Alltag mit Christus, ganz praktisch. Auch wenn keiner sie sieht, leben sie praktisch als Christen in den kleinen Schritten des Alltags. Und das Vierte und Letzte, sie haben Christus im Zentrum. Er ist die wichtigste Person in ihrem Leben.
Ihr Lieben, das ist auch das, was die Bibel uns lehrt. Es sind sicher oft die Kleinigkeiten, in Anführungsstriche, des Lebens. Aber die machen den Alltag aus. Die Frage zum Beispiel, wie begegne ich meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen? Bin ich freundlich zu anderen Menschen? Laden wir Gäste ein? Haben wir ein offenes Haus für andere Menschen? Also ich meine nicht Verwandte, das machen wir ja sowieso. Aber auch für andere, die vielleicht niemand haben. Bin ich gebefreudig? Bin ich bereit, von dem, was ich verdiene, an andere auch weiterzugeben? Bin ich hilfsbereit, wenn irgendjemand eine Hilfe braucht? Das sind so die praktischen kleinen Schritte, die so wichtig sind. Oder wie behandelst du deine Kinder? Wie behandelst du deinen Ehepartner? Das sind so ganz alltägliche Dinge, die aber widerspiegeln werden, wie du im Glauben stehst, ob du reif bist in deiner Persönlichkeit, in deinem Glauben an Jesus. Hat Jesus einen Einfluss in meinem Alltag? Das ist die Frage. Höre ich auf seine Stimme? Bin ich sensibel im Hören? Was sagt Gott mir gerade? Manchmal habe ich so Impulse. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ruf mal die Person an oder geh dort mal hin. Mach mal das. Und ich habe ganz oft so diese Gewissheit, ja, das ist es. Und ich will das unbedingt tun. Nichts wird mich davon abhalten, das jetzt zu tun, weil ich den Eindruck habe, da spricht der Heilige Geist zu mir. Warum nimmt Gott dich nicht augenblicklich in den Himmel zu sich, wo du ein Kind Gottes geworden bist? Nun, weil er will, dass andere Menschen in dir Jesus sehen. Dass andere Menschen Jesus sehen und du da den entscheidenden Anteil daran hast. Deswegen ist der Heilige Geist gekommen. Jesus wollte nicht leibhaftig überall in der Welt sein, sondern er hat den Heiligen Geist geschickt, damit er dich sendet. Ihr werdet meine Zeugen sein, wie wir das am Anfang hörten. Er will, dass andere Jesus kennen und lieben lernen. An wen denkst du jetzt gerade dabei? Wer soll Jesus kennenlernen? Ich denke an meinen ehemaligen Arbeitskollegen, der mich gestern Abend anrief und wo ich dachte, ja, ich möchte mich wieder mit ihm treffen, ihm noch mehr von Jesus weitersagen und ihm einfach zuhören. Zuhören, was ihn bewegt, für ihn da sein. Dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in dir lebt, ist Gottes Weg, um Menschen Hoffnung zu geben. Ihr Lieben, wir brauchen nichts dringender als Hoffnung in dieser Zeit gerade, wo Menschen so verunsichert sind, so hoffnungslos. Und dann fangen wir Christen manchmal an zu schimpfen über alles Mögliche. Hey, das ist die Chance, jetzt die Zeit zu nutzen, wo Menschen verunsichert sind und wo sie wirklich offen sind für das Evangelium. Nutze diese Gelegenheiten. Was für eine Hoffnung haben wir doch. Ich mache dir Mut, zu Christus zu kommen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wiederholt, dich ihm ganz wieder neu hinzugeben, dich ihm neu zu weihen. Aber vielleicht bist du schon lange Christ. Dann möchte ich dich bitten, dich selbst doch einmal zu prüfen. Dich selbst zu prüfen. Da heißt es in 2. Korinther 13, Vers 5, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja nicht bewährt. Was ist die Prüfung, die Paulus hier anspricht? Christus in uns. Sind wir noch in Übereinstimmung mit ihm? Sind wir ein Team zusammen oder sind wir weit voneinander entfernt? Ich möchte dich dazu ermutigen, in die Gemeinschaft mit Christus zurückzukommen, da wo du dich entfernt hast. Wenn ich es selbst in die Hand nehme, dann werde ich müde und ausgelaugt sein. Jemand sagte mal, Jesus nötig zu haben, ist des Menschen größte Vollkommenheit. Jesus nötig haben, ist des Menschen größte Vollkommenheit. Wenn ich weiß, dass ich Jesus, den Geist Gottes, in meinem Leben brauche, dann habe ich das Wichtigste verstanden.
Und ich kann euch sagen, wie es in mir in dieser Woche vor dieser Predigt ging. Ich habe viele Anfechtungen gehabt, viele Zweifel und alles Mögliche. Immer wieder bin ich zu ihm gekommen im Gebet und habe gesagt, Jesus, erbarme dich meiner. Jesus, rede du zu mir und durch mich. Ich will in dieser Abhängigkeit mit Jesus diese Prüfung bestehen. Und wisst ihr, Gott schickt uns manchmal auch bewusst Probleme, damit wir zurückkehren zu ihm und uns völlig abhängig von ihm machen. Das ehrt letztlich Gott. Gott will in unserer Mitte groß gemacht werden. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Gott hat etwas vor mit uns, ihr Lieben. Und er will, dass wir uns zusammentun und dass wir auf ihn hören. Wir können jetzt das Gebet im kommenden Lied, was wir jetzt in dem Lied, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, das können wir jetzt gleich im Herzen mitsingen. Zu Hause kannst du das Lied auch laut mitsingen, wenn du es kennst. Mein Gebet ist, dass es eine Sehnsucht für dich persönlich in deinem Herzen weckt, aber auch eine Sehnsucht für uns als Gemeinde, uns wirklich zusammenzutun, um Gott die Ehre zu geben, um dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er weiter wirken kann in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Und ich möchte doch so gerne, das wünsche ich mir so sehr, dass der Heilige Geist uns überrascht, vielleicht auf eine Art und Weise, wie wir das gar nicht vorher gedacht und gemeint haben. Aber er will das tun, zu seiner Ehre.